Ey, das darf doch einfach nicht wahr sein, Leute. Willkommen im goldenen Colosseum, wo wir bereits gegen Iggy gekämpft haben. Ein weiteres Mitglied der Koopalinge, der den großen gelben Farbstern zu bewachen scheint. Das Problem ist nur, er und seine Untertanen nutzen Streitwagen. Und immer wenn wir die angreifen wollen, hauen die einfach ab. Die fahren einfach weg, dass wir unsere Angriffe ins Leere laufen. Das bedeutet, wir müssen hier irgendetwas finden, irgendein Dings, was wir brauchen, um diesen Kampf zu gewinnen. Ich habe es nur leider noch nicht gefunden. Ich bin aus dem Kampf geflohen und jetzt bin ich hier in den Zuschauerrängen unterwegs und hoffe, hier etwas Wichtiges zu finden. Die Frage ist nur, wo ist dieses Etwas? Wo finden wir das? Hier sind ständig diese nervtötenden Fuzzies. So. Irgendwo hier, ich meine, ich kann hier draußen immer noch sehr viel einfärben, wie ihr seht. Ja, hier gibt noch sehr viele Farblosflecken, immer noch. Wir haben ja eigentlich schon einen kleinen Hinweis bekommen, der uns aber nicht viel nützt, weil die Scheigers, die das gestohlen haben, dieses Ding, was wir brauchen, haben es irgendwie selber verloren. Das wissen weder die noch wir, wo das abgeblieben ist. Und aha, das ist nochmal ein Herz. Das ist halt die große Preisfrage. Wo ist dieses Etwas, was wir brauchen? Wir sind nur einfache Gummis vom Lande gekommen, um unseren Lieblingskampf vorbeizuholen. Ach so. Okay, na dann, nichts für ungut. Lasst euch mal nicht stören. Oh, hoppla. Ach so, Moment mal. Das war vielleicht gar nicht so verkehrt, weil jetzt bin ich hier unten. Leute, Leute, jetzt beruhigt euch mal und konzentriert euch. Ah, wir sind auf der Rückseite von... Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, verdächtige Tür gefunden. Aha. Aha. Jetzt sind wir hier hinten. Wir hätten jetzt so nicht durchgekommen, weil das hier abgesperrt ist. Jetzt bin ich endlich auf der anderen Seite. Wie man das wohl verwendet? Das sieht total gefährlich aus. Aber gegen den Champion hat das doch niemandem geholfen. Warte mal, was ist das denn? Ausquetschen. Das ist eine Eispickelkarte. Mit der spitz zugelaufenen Spitze wird gefrorenes Eis in glasgerechte Portionen portioniert. Okay, wir haben, Ah, hier ist ja noch was zum Ausquetschen. Eine Schaufel? Nee, es ist ein Flaschenöffner. Nutzt das Prinzip des Hebels, um Flaschen von Kronkorken zu befreien. Das wird uns doch hier beides nichts nützen, oder? Gegen den Kampf, wir müssen die irgendwie, keine Ahnung, gibt es hier nicht irgendwie ein Klebeband oder sowas, dass wir die einfach festkleben können? Ich bin mir nicht sicher, ob das ist, was wir für den Kampf brauchen. Eigenartig. Ja, mehr gibt's hier aber auch nicht. So. So, Leute. Da bin ich wieder. Jetzt habe ich einen kurzen Schnitt gemacht. Ich bin jetzt nochmal zurück zu diesem verflixten Kolosseum und bin hier nochmal draußen ein bisschen rumgegangen und jetzt ist mir tatsächlich etwas aufgefallen. Was mir natürlich nicht sofort aufgefallen ist, sondern erst jetzt. Guckt euch mal an, bei diesen zwei Fuzzies, wenn man mal genau hinguckt, aber da muss man wirklich genau hingucken, da unten scheint es wohin zu gehen. Hier, seht ihr das? Hier sind Münzen. Jetzt kann ich hier unten so lang und hier kann ich mich runterfallen lassen. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite. Von dieser Seite, meine ich. Psst, ich lausche mir ein paar Tipps für meinen nächsten Kampf zu bekommen. Willst du auch? Nee, lass mal. Was machen die denn da wieder? Wir sind die allerersten Fans der Showdown, Guys. Wir waren schon Fans, bevor sie berühmt wurden. Ein besserer Fan kann man nicht sein. Puh, ich hoffe, die schlagen sich gut im großen Kampf. Davon hängt mein ganzes Selbstwertgefühl ab. Na, da viel Spaß. Und ihr glaubt nicht, was passiert, als er an der hinteren Wand ankommt. Er geht auf die Kisten los, als wären sie seine größten Feinde.
Gerade so, als hätte er noch nach etwas gesucht, aber nach was? Was kann in diesen Kisten sein? Niemand wird es je erfahren. Hahaha. Die Nerven verloren, was? Hey, ich wollte eben einfach wissen, was in den Kisten ist, in Ordnung? Hier ist ein Speicherblock. Alles klar, was macht hier hinten ein Speicherblock? Jetzt bin ich verwirrt. Hallo Mario, wir haben da etwas für dich. Und zwar haben uns Berichte erreicht, dass eines der wertvollen Fossilien aus dem Kupferkern gestohlen wurde. Unsere fortschrittliche Schatzsuchtechnologie hat uns ermöglicht, es bis hierher zu verfolgen. Und hier ist es! Mir wurde gesagt, dass du mit diesem Ergebnis sehr zufrieden sein würdest. Also keine Zurückhaltung, du kannst mich ruhig umarmen. Oder umarme den Knochen, wenn dir das lieber ist. Ernsthaft jetzt? Die ganze Zeit war dieser scheiß Kackknochen hier drin? In dieser einen Umkleide, wo wir eben nicht rein konnten? Und ihr habt das jetzt hier gefunden? Was macht ihr überhaupt hier drin? Ich bin ja bloß froh, dass wir dich hier getroffen haben. So müssen wir das Ding nicht durch die ganze Gegend schleppen. Und wir tragen es kein Stück weiter. Hier ist es und hier bleibt es. Die Diebe haben sich darüber unterhalten, dass sie ihn aus irgendeinem Grund für den großen Kampf brauchen. Das verstehe ich allerdings nicht ganz. Wie soll jemand so einen riesen Ding bloß tragen, ganz zu schweigen, es davon in den Kampf einzusetzen? Sie haben ihn im Lagerraum aufbewahrt und sogar die Tür abgeschlossen. Clever, sehr clever. Aber da muss man schon früh aufstehen, wenn man cleverer als die gelben Rettertods sein will. Wir sind zum Fenster an der Rückseite gegangen und haben ihn uns wiedergeholt. Ach, deswegen ist das Ding jetzt so, die haben das einfach von hinten rausge... Die haben das selber geklaut, irgendwie könnte man sagen. Ausquetschen! So, jetzt haben wir endlich wieder die Knochenkarte, die wir uns ja nicht kaufen können im Moment. Toll, den hast du ausgewrungen wie ein Waschlappen, du bist zu stark. Und jetzt? Gelbe Rettertods 2, 3 und 4, Ende der Durchsage. Und jetzt ab zum Rapport bei unserem Anführer Bonsaihain. Ja, stimmt, da haben wir ja noch einen Anführer von denen getroffen, aber der hat irgendwas gesagt, von wegen, der braucht 11 Kollegen und das sind noch längst nicht alle. Da müssen wir also noch welche finden. So, du Hurensohn, was hast du dich ausgesperrt? So, jetzt ist Iggy am Arsch. Jetzt ist der sowas von gefickt. Spring einfach auf den Aufzugsplatz und so, jetzt gibt's richtig auf die Fresse, Iggy. So, Leute, da bin ich wieder. Jetzt, Iggy, jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Na, sieh an, wer wieder da ist. Komm schon, Mario, du kannst unseren Kampf nicht für immer aus dem Weg gehen. Da hat er ja leider recht. Das können wir wirklich nicht. So, also ich bin Iggy. Ich werde in diesem Kampf ein frustrierender, übermächtiger Gegner sein. Dann zeig mal, was du kannst, Kempner. Los geht's. So, also im Moment kann ich ihn ja noch so angreifen. Da brauche ich ja den Knochen noch nicht. Ich muss ja warten, bis er... Na, ihr wisst schon. Bis er mal... den Streitwagen wieder hervorholt, sonst wird's nichts bringen, ihn anzugreifen. Und let's go. Fangen wir mal ganz normal an. Der hält aber eine Menge aus. Der hat gerade mal weiße Füße, nicht mal ganz. So, dann vielleicht lieber sowas. Knacks! Okay, scheint noch nicht genug zu sein. Dann nehmen wir noch zwei große Hämmer. So. Das muss jetzt aber ordentlich wehtun. Ich glaube, der muss die Hälfte seiner Energie verlieren, bevor er den Streitwagen wieder rausholt. Und knacks. So. Ich hoffe, das reicht. Ihr wisst also keine totale Fahrverschwendung. Nicht locker lassen, Jungs. Jetzt wird ihr die volle Kraft unserer Streitwagen zu spüren bekommen. Das ist zu einfach, aber ich lasse die Schergen meine Arbeit machen. Ja, ja, bla bla bla. Gut, Mario, heb dir die größte und gefährlichste Waffe für den größten und gefährlichsten Gegner auf. Iggy! Ja, der ist ja jetzt im Moment noch gerade nicht da. Ist der Wagen Sniff und der Wagen Bruder sind da. Ja, da können wir jetzt einfach irgendwelche Sachen benutzen, die sowieso daneben gehen, wie der Hüpfpushen. So. Weil die weichen jetzt sowieso aus. Oh nein, sie sind weggefahren. Was mache ich nur? Angriff fehlgeschlagen. Oh nein. Scherz, unsere Streitwagen wischst du nicht.
So, da ist er. Was ist denn los, Mario? Läuft's mit den großen Katzen nicht so, wie du es gerne hättest? Na so, ein Pech, unser Pechstern ist noch nicht zu Ende. In einer Reihe aufstellen, Jungs. Das ist die Gelegenheit. Zeig ihm, dass du bis auf die Knochen gemein sein kannst. Ja, das ist jetzt der Hinweis. Wir sind bis auf die Knochen gemein. Und benutzen den jetzt auch mal. So, einfärben und jetzt geht's ab. Jetzt ist die Achterbahn. Ach Mensch, und dabei hat der Verkäufer mir doch gesagt, er wäre unbesiegbar. Hoffentlich ist da noch Herstellergarantie drauf. So Leute, jetzt haben wir eindeutig die besseren Karten, weil jetzt sind die Streitwagen offenbar kaputt. Die wird er sicher nicht nochmal wiederholen können und deswegen gibt's jetzt richtig auf die Fresse. So, das alles nur wegen einem gottbeschissenen Knochen, den wir nicht schon früher hätten haben können. Nein, natürlich nicht. Burn, Motherfucker! Und jetzt mach ich's dir kalt unter deinen Hintern. So, hier. Oh, Leute, der ist schon fast erledigt. Der kann mich nicht mehr besiegen. Unmöglich. Never. Schaffst du nicht. So. Und zum Abschluss noch ein großer Hammer. Das sollte eigentlich reichen. Und Leute, dann haben wir gewonnen. Schluss mit dem billigen Taschenspielertrick. So, ihr stirbt. Uff, ich hab meinen eigenen Kolosseum verloren, wie peinlich. Dann hol dir den großen Farbstein halt. Ist ja nicht so, dass ich dich aufhalten könnte. Und ihr da auf den Zuschauerplätzen könnt euch verziehen. Es gibt nichts mehr zu sehen. Ist das überhaupt eingeschaltet? Also, der Gewinner heute ist Mario! Ja, so ist es recht. Ein Hoch auf Mario, ein Hoch auf den Champion. Ein letztes noch. Eure Tickets verpflichten euch zu einem mehrstündigen Aufenthalt im Souvenirladen. Viel Spaß. Und hier kommt endlich, worauf ihr alle gewartet habt, der große Preis, ein großer Farbstern. Warte mal, das ist alles, was er kriegt? Komm schon, Mario, holen wir ihn uns. Ja, das ist alles, was er kriegt. Das ist doch alles, was wir brauchen. Wir sind hier fertig, Leute. Endlich! Und das alles dank dem Knochen, anstatt dass man sich jetzt irgendwie denkt, ja, man braucht hier vielleicht wahrscheinlich einen ganz neuen Gegenstand. Nein, braucht man tatsächlich nicht. Wir haben echt den Knochen normal gebraucht und Katharinchen hat die einfach überrollt und dadurch die Streitwagen einfach zerdeppert und ja, das war eigentlich der ganze Kampf. Ziemlich unspektakulär, so den Stern brauchen wir jetzt aber auch nicht nochmal. Na dann Leute, endlich in Part 21 der zweite große Farbstern, der gelbe. Wir haben es geschafft. Der große gelbe Farbstein ist zum Prismenbrunnen zurückgekehrt. Mario und natürlich auch du, Fabian. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich bin der große gelbe Farbstern. Ich erinnere mich an etwas mehr als der große rote Farbstern. Lasst mich meine Erinnerungen mit euch teilen. Bevor uns Bowser über das Land verteilt hat, erschienen seine Schergen.
Das gibt's doch nicht. Dann waren es also Bowsers Schergen, die dem Tod die Farbe abgesaugt und ihn dann auch zu euch geschickt haben. Das muss ein Plan gewesen sein, um euch nach Vor Prisma zu locken und die Prinzessin zu entführen. Finden wir auch die anderen großen Farbsteine und verbinden wir ihre Erinnerungen, um mehr über Bowsers Pläne zu erfahren. Also gut, ohne weitere Vorrede feiern wir die Rückkehr des großen gelben Farbsterns. Die Party beginnt! Und natürlich haben sich auch wieder unsere maximalen KP erhöht. Auf 100. So, es wird gespeichert. Oh, Leute, endlich der zweite Farbstein. Es sieht etwas eigenartig aus, dass wir den gelben vor dem orangenen gefunden haben. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es jetzt hier wirklich eine feste Reihenfolge von den restlichen Farbsteinen gibt oder ob das egal ist, je nachdem welchen Level wir machen. Und aha, mir gerade gar nicht aufgefallen. Unsere erste Fahne hat sich ausgerollt, nämlich die mit der Münze. Goldfieber, du hast 10.000 Münzen gesammelt. Ja, geil. Immerhin ein Achievement haben wir geschafft. Fehlen noch 5 weitere. Aber das kann ich dir versprechen, ob ich das schaffen werde. Vor allem nicht wegen diesem Schlechtversuch. Ich hasse die. So. Okay, na immerhin, Rot und Gelb sind da. Und Leute, damit darf ich mich wieder verabschieden. Okay, da drüben ist ein neuer Meister Schnuck aufgetaucht und Mammutbaumforst farblos Flecken zu 100% restauriert. Ja, und irgendwie hat die gelbe Farbe eine riesengroße Münze wieder eingefärbt. Und uns fehlt da sogar noch ein weiterer kleiner Farbstein. Also, ich würde mal vorschlagen, im nächsten Part schauen wir uns den Mammutbaumforst nochmal an. Und ich hoffe, ich komme dann somit an den zweiten kleinen Farbstein heran. Und da dürfen wir nicht vergessen, im Terrakotta-Tempel gibt es ja auch noch zwei. Einen roten und einen, den wir noch nicht mal zu Gesicht bekommen haben. Also, wir haben noch sehr viel vor. Weil wir haben ja gerade mal zwei große Farbsteine und da fehlen noch welche. Und ich bin schon gespannt, welche Farbe wir als nächstes finden werden. Also welchen großen Farbstein wir als nächstes finden werden. Wird es der orangene sein oder vielleicht auch der blaue oder der violette oder sogar der grüne? Werden wir sehen im nächsten Part von Paper Mario Color Splash. Macht's gut und bis dann, Leute. Tschüss!